Wow, wirklich. Und schon habe ich die Front beschädigt und kann eigentlich in die Box, weil mein Topspeed so langsam ist. Eieiei. Bin ich mal gespannt, ob sich das auf meinen Topspeed auswirkt. Ich würde sagen, definitiv. Eieiei. Fleißig gekämpft hier. Kann ich einen schon schön überholen. Ja. Kann ich halt vergessen, gell? Hallo? Ach, neben dem ist noch einer. Neben dem war noch einer, deswegen hat er keinen Platz gemacht. Was hat der denn gemacht? Wieso sticht er mir so rein? Der ist viel weiter hinter mir und bremst dann halt einfach mega spät. Um da reinzukommen, und dann mache ich natürlich die Tür zu, das sehe ich nämlich nicht ein.
Nee, nee, nee. Eigentlich sollte ich halt echt in die Box wegen der beschädigten Front vom Start halt, gell? Meine Karre zieht so schlechter auf der Geraden. Also bin ich schon längst im sechsten Gang. Aber gut. Ich hätte Platz gelassen. Wenn du es genommen hättest. Mal kurz war er neben mir, da dachte ich, er nimmt sich's eigentlich. Deswegen bin ich schon so weit. Bin ich schon so weit. Wow. Wie weit bin ich denn jetzt? War ich schon so weit außen? Ey, ich hab das Gefühl, in so einer Kurve merke ich die Front echt übel, ey. Da, ich war 120. Ach komm. Ich fahre einfach in die Pits, ey. Das macht so echt keinen Spaß, ehrlich gesagt. So, wo ist die Pit-Config? Pit-Config. Hat er das jetzt schon gemacht? Ne, er repariert noch. Er ist halt sau ärgerlich, wenn sich einfach einer vor einem am Start komplett dreht. Wenn man nichts machen kann, außer dem reinzufahren. Und das Problem ist, wenn das Auto kaputt ist, das merkt man so auf der Geraden. Habt ihr gesehen, auf Boxenhöhe bin ich normalerweise schon längst im sechsten Gang oder war ich gerade mal bei 7700 Umdrehungen oder so vom fünften. Also da fehlt halt einiges an Durchzug. Mal ganz zu schweigen von den Kurven, die man auch extrem merkt dann irgendwie. Ich hätte mir vielleicht noch gleich neue Reifen noch draufziehen lassen sollen, aber eigentlich brauche ich die gar nicht. Bin ich halt
wahrscheinlich easy. Gloriosa letzter, aber was willst du machen? Wenn man so gar nicht konkurrenzfähig ist, macht ja auch keinen Spaß. Hi Plexmum. Ja, hoffen wir. Jetzt müssen aber erstmal die Reifen wieder ganz warm werden hier. Langsam, weil der geht irgendwie sehr spät aufs Gas, nicht so einem Abschießen hier. Jetzt haben wir zwar dauerhaft blaue Flagge, aber naja. Wenn jemand wirklich schneller ist, lasse ich ihn auch vorbei. Das ist es nicht. Na guck, wie viel schneller ich jetzt hier bin. Das war vielleicht ein bisschen zu weit. Aber gut. Komm, gib Gas. Komm, das mit dem mal. Okay, er will nicht. Da habe ich nämlich gesagt, ich lasse ihn einfach mal allein die Kurve fahren. Nicht, dass ich ihm da irgendwas versaue, aber gut, wenn er mir so viel Platz lässt.
Das Lustige ist, ich bin nicht mehr letzter, sehe ich gerade. Ich glaube, ich komme gerade schon ein Stück für. Okay, jetzt habe ich es vielleicht ein bisschen verkackt. Aber naja. Damit ist er ein bisschen zu zügig. Ja, aber knapp ist ja gut. Solange es dabei nicht kracht, zumindest. Nicht ganz so langsam machen müssen. Nicht, dass wir zu weit kommen hier. Wobei der Playboard fährt eigentlich so ziemlich dieselben Zeiten wie ich war. Kann man links sehen, wenn wir durch die Ziellinie fahren. Vielleicht gerade eben war er sogar halt ein bisschen schneller. Durch mein eines von über. Oh, okay. Jetzt ist er definitiv schneller. Ja. Ah, ich verkack die Kurve. Ich muss davor einfach ein bisschen mehr anbremsen, dass ich richtig früh komplett aufs Gas kann. Nee, er fährt schneller als ich. Halbe Sekunde sogar. Aber er kommt schon mal welchen näher. Das heißt, ich komme da auch langsam ran. Zumindest wenn ich mich nicht ganz von ihm abhängen lasse. Auch wenn so Kurvenlinien natürlich schon dazu beitragen. Aber ich sag mal, im Zweikampf ist man ja auch immer langsamer. Vielleicht komme ich dann heran. Außer er kommt wirklich richtig gut vorbei. So, jetzt mal hier anbremsen und jetzt voll drauf. Ja. So muss ich aus der Kurve raus. Oh, muss ich durch die Kurve.
bisschen verbremst hier. Aber noch im Rahmen. Uiuiui. Ich glaube, man merkt langsam, dass die Reifen nachlassen. Wo bilde ich mir das nur ein? Ich schiebe hier über die Vorderachse wie ein König nur noch. Dabei ist das hier doch eigentlich gerade meine Chance. Die kämpfen da vorne fleißig. Da muss ich doch eigentlich rankommen. Anbremsen, dritter Gang. Und voll drauf. Ah, bisschen zu viel Körb mitgenommen. Was sonst? Jetzt habe ich zu früh gebremst diesmal. Ui. Haben sie sich abgeräumt, die zwei. Weil er jetzt aber wirklich dran schuld war. Weiß nicht, der eine war innen und der andere ist halt einfach in den reingefahren, der äußere, gell? Und daher ist das ja eigentlich eher der Fehler von dem äußeren gewesen. Zumindest wenn der innere ihm wirklich genug Platz gelassen hat. Das habe ich jetzt nicht so genau beobachtet hier. Ja klar, jeder kann bei uns mitfahren. Ich kann später nach dem Rennen, also es ist die abgefahren Community, muss man nach Duki, heißt der, in YouTube. Der lädt auch, also ich lade die Rennen ja auch hoch, aber der macht das schon länger. Und ja, da bei ihm ist auch ein Link zu dieser abgefahren Community, die eben diese Rennen hier veranstaltet. Und da kann eigentlich jeder mitmachen, ja? wenn er schnell genug im Booking ist. Weil die Sache ist, die Server sind dann immer voll innerhalb von einer Minute oder so. Was hier bei Mubus für Zeiten fährt. 1,55. Da wird das irgendwie dritter oder vierter Platz war. Ist ja scheinbar auch mal abgeräumt worden, hä? Und da vor uns mal könnte was meinen, der hat eine Beschädigung, weil der auf der Geraden echt langsam war jetzt. Oder er hat einfach viel zu früh gebremst auszusehen. Das kann natürlich auch sein.
Hey, ich schieb aber auch über die Vorderachse in der Kurve hier gerade. Aber er auch, man sieht es auch richtig, gell? Dass er viel mehr einlenkt, als er... Ich glaube, so langsam sind einfach bei allen die Reifen fertig. Na gut, die sind auch schon in der 14. Runde, ich erst in der 13., aber... Oh, der muss noch abbremsen. Weil er da gerade so weit raus ist, hat er eine Strafe bekommen. Das ist natürlich bitter, wenn du vorm Rundenende nochmal abbremsen musst und das eigentlich auf der Start-Zielgeraden ist. Ja, das sind definitiv die Reifen, die langsam nachlassen. Sieht man links oben, sieht er die Temperatur und daneben sind so Balken und die werden langsam orange. Das heißt, die Reifen werden schlechter. Also das ist die Haltbarkeit der Reifen. Am Anfang ist der Balken komplett voll und mittlerweile nimmt er halt ab. Sieht man ja ganz gut. Oder hat er halt abgenommen. Und da das hauptsächlich eigentlich die Vorderreifen sind, äußert sich das halt im Untersteuern. Hier bei Mubus war ich im Qualifying auch echt schnell, ich weiß nicht. Der ist wohl irgendwann mal abgeräumt worden. Und hat jetzt wahrscheinlich auch einen Schaden, weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, wieso der auf einmal so langsam ist. Ja, die Reifen. Also zum Vergleich, vor dem Qualifying ist er eine 1,53 gefahren und jetzt fährt er hier 1,55. Yay, Platz 26. Und? Okay, KJ, Christian Harten, Tobias Queck, Tubinchen, Wagel, Hannes, Cassi, Pfister. Duki, oh, Duki ist neunter geworden, cool. Schax, VF Design, Schlüter heißt er, glaube ich, der Dan, Bamubus, Playboard, Düker, Pi-Punkt, Hammes, Pützi, Aufgeladener, Klingi, Ketal, Carsten Becker, Klee Schulte, Humbray, Mr. Woody, Epox, Furious, also ich. The Real One, Froop und dann Björn.